Willkommen zurück zu Frostpunk. So, meine lieben Freunde, es ist soweit. An unserem Friedhof findet eine Zeremonie statt. Wenn ich den Friedhof finde, dann können wir da vielleicht auch teilnehmen. So, da ist er. Oh, sehen wir gar nicht. Zumindest war das das Letzte, was wir gemacht haben. Ein Gesetz erlassen, was zeremonielle Bestattungen ermöglicht. Und das, ja, gibt ein bisschen mehr Hoffnung denjenigen, die hinterblieben sind. Und während unsere Jäger auf die Jagd gehen und das Ganze verlassen, das Gebiet hier, kommen die Gläubigen im Zweifel, um Abschied zu nehmen von diesen drei Menschen. Sarah Nash, George Carpenter und Margaret Denton. Ja, das bringt uns zumindest ein bisschen nach vorne. So, und da wir ja immer knapp sind, was Nahrung angeht, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe etwas gebaut. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich es finde. Hier. Da finde ich es. Und hier weiß ich auch gar nicht, wer da arbeiten muss. Wer muss denn da arbeiten überhaupt? Peter ist off, den braucht man tatsächlich nicht. Die haben eine Überschicht. Workers. Packen wir auch noch ein paar mit rein. Kinder packen wir noch ein paar mit rein. So, und dann haben wir schon mal 10 hier verarbeitet. So, und die arbeiten von 6 bis 22 Uhr. Auch wenn es denen keinen Spaß macht. Wir brauchen aber einfach Nahrung. Es ist ja, wie es ist. Ne? So, und unsere Scouts kommen auch langsam aber sicher näher, nämlich dem Large Convoy. Und da hoffe ich, dass da eine ganze Menge gefunden wird. Neben Menschen, die wieder zu uns kommen und das Ganze bevölkern. Das macht es immer schwierig, weil je mehr Menschen kommen, desto mehr wollen die auch essen. Und hier werden ja auch einfach immer mehr krank. Ne? Also es ist wirklich ein großes Problem. So, und wir haben noch Kohle für 8 Stunden. Oder wie verstehe ich das jetzt? Irgendwo hatte ich doch vorhin mal... Da, Statistiken. Economy. Okay, also, wir verbrauchen deutlich mehr Kohle, als wir generieren. Und das ist überhaupt nicht gut. Ja, dann machen wir auch hier Folgendes. Wo ist denn das Kohlewerk? Da. Da setzen wir auch eine größere Schicht. 6 bis 20 Uhr. Es hilft alles nichts. So, aber unsere Scouts sind da. So, Explorer, auf geht's. They sought Winterhome. Okay, the workers who were riding in this convoy told us they were heading for the city of Winterhome. We were supposed to follow the signal from the beacon, but we couldn't pick it up, they say. We tried to follow a search pattern to find it, but we ran out of fuel. Okay, also, die wollten dem Leuchtsignal folgen, haben es aber nicht gefunden und dann haben sie letztendlich ein gewisses Suchmuster eingeschlagen und ja, haben es trotzdem nicht gefunden und hatten so keinen Sprit mehr. So, escort the survivors. 18 Workforce. Send the survivors. City will take longer, some of them may die. Ja, das ist in Ordnung. Oder leave them to their fate. Okay, send the survivors. Ja, mehr haben wir leider nicht gefunden. Das ist sehr ärgerlich. Also müssen wir jetzt die Jungs zur Wetterstation schicken. Unsere Scouts. In der Hoffnung, dass wir da wieder etwas finden. Ja, man könnte ja meinen, beim Konvoi würde man was kriegen, aber irgendwie... Ja. Workers, Engineers, es sind ganz schön viele. Ja, vielleicht müssen wir auch irgendwann mal hart bleiben und hart sein und sagen, sorry Jungs, das wird leider nichts. Hunters Hut, lassen wir an. Was ist das? Coal Thumper. Ja, ist aus, brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Comfortable. Hunters Hut. Okay. Hothouse. Livable.
Care House. Ja, das ist gut. Comfortable. Workshop. Ja, das mit der Kohle ist tatsächlich ein blödes Ding. Holz. Sieht gut aus. Daily Gain 64, 64. Dann haben wir hier Steel. Ja, können wir anlassen. Food sieht auch nicht gut aus. Okay, jetzt gehen wir genug Food. Das ist schon mal gut. Bei den Kranken sind wir zu 100% ausgelastet, aber wir hoffen ja, dass gleich der Hunter Research fertig ist und wir dann ein Medical Post Upgrade durchführen können. Gathering Post schalten wir mal aus. Ja, und das können wir auch ausschalten. Hunters hat es an, das ist in Ordnung. Hunters hat es an, Hunters hat es an. Ah, das ist halt alles teuer. Hothouse. 2,1 pro Stunde. Also schon mal ein bisschen was, was da dazu kommt. Da bin ich ganz glücklich drüber. 70% Efficiency. Temperatures fall. Das ist da auch schon wieder scheiße. Jetzt, wo wir hier kurz davor sind. So, jetzt muss ich hier trotzdem nochmal auf Pause drücken, weil jetzt müssen wir das eine oder andere ja wieder anschmeißen. Unter anderem das hier. Heaters on. Genau, jetzt haben wir das Ding wieder angemacht. So, die sammeln jetzt auch wieder. Ist auch on. Ja. Und es hat 20 pro Tag. Das können wir auslassen. Das können wir. Ja, hilft nichts. Hothouse ist chilly. Da müssen wir auch den Heater anmachen. Ja, und bei allem anderen können wir jetzt eigentlich gleich nur dafür sorgen, indem wir den Overdrive einschalten. So, wir sehen, wir haben noch 60 Kohle. Und wir brauchen einfach viel zu viel. Würde bedeuten, wir brauchen noch so ein zweites Kraftwerk hier. Warum arbeiten die nicht? Storage Limit reached. Das ist schlecht, weil eigentlich haben wir doch hier extra. Resources. Ja. Ich weiß es nicht. Irgendwie so müssen wir das hier regeln. Invalid Place. Da würde noch einer hinpassen. Ja, vielleicht hilft das. Wir brauchen mehr Kohle. Who's that? Man from Winterhome. We found an exhaust man at the edge of our city. He said he came from Winterhome, a settlement located not far from there, and that he was the last survivor. Winterhome is dead. Everyone's dead. Then there's no hope for survival in this accursed wasteland. You're all doomed. You must escape. Those were his last words. So we're alone. All right. Also, das war der letzte Mensch. Okay. Was passiert jetzt? Go
talking here was fool's errand. We should go back. We must save ourselves, and I'm sure we must go back. How are we supposed to survive in this? And they didn't. Okay, we should never have. Also, Hope sinkt gerade. Never left. Oh. Also, Winterhome has fallen. They're all dead. How will we survive here without any help? We have to go back to London. There's no hope for us here in this frozen desert. People start to gather as the news of the fate of Winterhome spreads through the city. Some of them want to drop everything and flee to London. Panic is starting to set in. I must give them purpose. Alright, choose our pass. Also bislang heißt es, ne, Winterhome, die andere Stadt, die wir jetzt gesucht haben, ist gefallen, existiert nicht mehr. Der eine, der da überlebt hat, kam an und sagte, flieht, ihr Narren, flieht. Und ja, deswegen ist gerade Panik. So, und ich muss jetzt raussuchen, was unser Pfad sein wird. Unser Weg. People are shaken, wrecked by fear and doubt. They've lost hope and our chance of survival. Desperation could quickly push them to commit reckless acts. You have to unite them behind a vision of future. Decide now what will give them purpose and restore hope, or else our city will descend into chaos that's consumed Winterhome. A new set of laws will become available. Face. Okay. Order and discipline, or face and spiritual strengths. So, order and discipline. Der Glaube kann uns nicht retten. Wo der Glaube rettet uns. Also, ich bin für die Peitsche. Purpose. Neighborhood Watch. Go back. Was gibt's? Adaption. Purpose. Adaption. Fighting Area. Lalala. Adaption. Oh, Book of Laws. Also, nehmen wir das hier. Purpose. Neighborhood Watch. Sign. New building Watchtower. Watchtowers increase the hope of people living nearby. Ja, okay, dann bauen wir halt zwei Watchtowers. So, okay, dann schauen wir mal rein. Tag. Order. Order. Watchtower. Base heating level 1. People work in near edges, protected neighborhoods, serving watchmen, safer and more hopeful. Das ist doch sehr gut. Also bauen wir hier einen hin. Und dann gucken wir mal, ob wir hier vorne noch irgendwo einen hinbauen können. Hier so. Da kommt der zweite. Hier vorne hätte ich eigentlich gesagt, kommt der dritte. Not just to street. Das kriegen wir aber noch hin. So. Und dann holen wir uns jetzt noch eine Straße. Wie viel Holz haben wir noch? 138. Kein Problem. Ja, und damit läuft das. One of our people died. First death, Bernie Shrivel Worker. So, wann wird es denn wieder wärmer? Es sieht noch gar nicht danach aus, dass es hier irgendwann mal wieder wärmer wird. Das Problem ist ja, dass wir einfach nicht genügend Kohle haben. So, der Overdrive läuft. Ist auch noch nicht heiß. Ist in Ordnung. I'm convinced want to leave. Sir, you've convinced the majority, but hope is low. A group of people are still so scared that they want to flee the city for London in 15 days. They've come to try to change your mind. You say order will save us? Nonsense. What are we going to orderly decide what to eat first when we start to starve? If we don't try to reach London, we'll end up like Winterhome. Calm down, we are not going to die. Ja, also, die haben Angst und wollen fliehen in 15 Tagen. Und was machen wir? Hoffnung ist unser einziges lalalalala. Wir werden wie Winterhome enden und ich sage jetzt, bleibt ruhig, wir werden nicht sterben. The Londoners, you people are divided. Some of them are so scared that they convince others to join them, preying on their discontent. Fear may lead people to
Desperate Acts. Okay. Maintain peace, give people hope and manage their discontent. Guide Satan. Social crisis. Ja. Remaining 40. Londoners. Okay, da müssen wir mal reingucken. Londoners sind eine Gruppe, welche sehr ängstlich sind. Wollen nach London. Misguided. Believe, dass das der einzige Weg ist, um zu überleben. People werden ihnen folgen, wenn das Hoffnungslevel weiter niedrig ist. Und ja, verlassen sie, wenn es hoch ist. Londoner challenge your rule, provoking conflicts and urging others to leave the city. Intensify of London depends on the general condition of the society. Okay, also Hoffnung muss steigen, dann sinkt die Tendency. Derzeit steigt sie und wir müssen die Hoffnung dementsprechend nach oben bringen. Das machen wir, sobald die Tower hier gebaut sind. Und ich hoffe, das passiert gleich. So, was ist mit dem Ding hier? Ist das schon fertig? Nee, under construction. Was ist mit dem Schutztower? Watchtower. So, da kommen schon mal zwei dazu. So, also einen Tower haben wir schon gebaut. Dann wird da hinten eine zweite gebaut. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir hier am besten weiter vorgehen. Turned off, Steelworks. Ja, dann kann der Heater auch aus. Hier ist die Sawmill an. So, und dann sind ja hier wieder ein paar frei geworden, ne? So, der Sick Tower. Da haben wir 5. Hier fehlen noch welche. Hope rises. Okay, also, jetzt bin ich gespannt, ob die Tendency irgendwann mal fällt. So, Starch. It's reached. Ja, und so sieht das aus. Schauen wir mal, wann kommen die da an? In 4 Stunden 8 Minuten und die komische Maschine in 16 Stunden bei uns vor Ort. Gott, Jungs, es ist so aufregend. So, Holz können wir eigentlich auch ein bisschen runterfahren. So, und jetzt ist es endlich soweit. Das Medical Post Upgrade wurde durchgeführt. Resources. Depot Upgrade, Coal Mining Upgrade. Ja, aus Holz das machen oder Sawmill. Coal Mining. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Kohle. Warte, gut, was sind wir da? Bankhaus brauchen wir erstmal nicht. Hothouse Insultation. Heating, General Update. Ja, das kostet uns nur, also. Ja, würde ich sagen, machen wir erstmal Coal Mining. Das ist mit der Schwerpunkt jetzt gerade. Forscht, meine kleinen Forscher, forscht. Es wäre so schön, wenn es hier mal absehbar wäre, dass die Kälte aufhört. End of shift. Go rest all who can. So, hier nehmen wir nochmal einen weg und bauen da noch einen mit rein. Was ist das? Hunters hat, ja, das brauchen wir ganz dringend. Hier hinten Cemetery, ja, ist alles gut. Gathering Post. Ja, dann nehmen wir mal. Ein paar weg. Was ist hier? Healthcare Process, urgently for treatment.
Genau, das ist jetzt das nächste. Also, gucken wir mal rein. Hier sind unsere... Medical Posts und die können wir jetzt eigentlich upgraden. Jetzt muss ich nur herausfinden, wie wir sie upgraden. Patients, lala, General. So, wie grade ich die ab? Health, Medical Post, Base, okay. Ich gucke da nochmal ganz kurz rein, aber ich war doch der Überzeugung, dass wir hier unter Health Medical Post Upgrade gemacht haben. Hier ist, okay, kein Upgrade, es ist einfach automatisch abgegradet, wenn ich das richtig verstehe. Workers, ja gut, sind zwei. Dismiss, dismiss. So, jetzt sind die gleichen wieder dazugekommen, ne? Die beiden Kranken, ja, okay. Also, ich verstehe jetzt das hier nicht. Storage Limit Reached. Was heißt das? Sind jetzt keine Menschen da, die das abholen, oder? Dann packen wir die halt hier mit dazu. So, und die warten jetzt darauf, dass sie hier wieder exploren können. Was machen wir? Grim Forecast, Weather Station. We found scientist notes. They predict that the great cold is going to get much worse. What's more troubling is that the observations end abruptly months ago. There's also not a can of spam, not even a crumb of bread left in the pantry. It's obvious that they have moved out for good. We can see the city of Winterhome from the roof of the weather station. Coal mine, Winterhome. Take resources, Kohle, ja, machen wir. Und eins von diesen Dingern. So, also Winterhome ist da vorne und da ist eine Kohlemine. Also gehen wir erst nach Winterhome. We are out of coal. Das ist nicht so gut. Ist mal wieder nicht so gut. Ja, Leute. Das ist doch schon wieder ein Ding. Dann wäre der Gang zur Kohlenmine vielleicht besser gewesen. So, und das machen wir auch hier mal. Ein höher. So, wieder eine Zeremonie am Laufen. Ist in Ordnung. Jetzt habe ich die Sawmill. Das wollte ich gar nicht. Wollte die hier, wollte ich hochschrauben. Zack. Discontent. Ah, das wird gleich spannend. Es ist 22 Uhr, also hat überhaupt nichts gebracht jetzt. Ah. So, Richmond. So, wir sind aber trotzdem noch bei 14. Provide treatment for people. Ja, wenn wir das nicht hinkriegen, glaube ich auch fest daran, dass dann hier gleich Alarm ist und wir einfach ein großes Problem haben werden. Refusal to work. Let him rest. Bevor auch der noch stirbt. Hunters hat, ja, das ist wichtig. Essen ist halt wichtig. Die machen 4 pro Stunde. Das ist nicht so wichtig eigentlich. Das hier ist wichtig. 44,8 pro Stunde. Aber ich glaube, gerade arbeiten sie einfach nicht. Gut. Beschleunigen wir mal das Ganze, dass wir ein bisschen... The heating is off, generator is down. Das ist schlecht und die Kälte hält an. Also, das kann jetzt Richtung Ende gehen. Es geht jetzt vielleicht ganz schnell. Game of Honor, oh, 20, ja, okay. Ja, gut, ich kann es verstehen.
Was hier? Ja, okay. Temperatur geht runter. Alle rieren wie die Sau. Ja, ihr könnt jetzt auch arbeiten und Kohle holen, Jungs. Das würde ich euch sogar empfehlen. Und das Ding schalten wir auch wieder an. Auf geht's. Ah, die Maschine kommt. Das ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. So, People join. Naja, lalala. Und dafür haben wir jetzt hier irgendeine Maschine. Was auch immer sie genau kann. Da. Okay, was? Ja, da. Using automations. Our first automation is operational. This will help our economy greatly. Automation can replace entire manual labor crews. We work around the clock. We short breaks. We refuel the generator. We can research upgrades to... I see. Awesome. So, wo ist das Ding? Da, 24 Stunden. Das hätte ich gerne. Automations on. Gut, also, jetzt wird für 24 Stunden hier Kohle produziert. Das ist gut. Das heißt, wir können jetzt den Generator auch wieder hochfahren. Das heißt, die Hoffnung wird wieder steigen, so hoffe ich. Und die Hitze steigt, dementsprechend wird alles gut. Ja, und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge, meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, sagt mir Bescheid. Drückt unterhalb des Videos gerne auf den Like-Button und ja, eure Kommentare wie immer gern genommen. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao und bye, bye.